Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu wieder Ghost Recon Wildlands. In den letzten Folgen hatten wir uns ja noch um die Kokainfabrik gekümmert. Und jetzt wollen wir mal gucken, was uns dieses Mal ansteht. Ich bin auch ein bisschen leicht erkältet, aber trotzdem nicht vor euch, damit euch wirklich Folgen und Kisten flimmern. Ich sage jetzt schon im Vorfeld an, für Leute, die Ghost Recon... Stecken wir es mal. Also ich sage schon mal im Vorfeld für die Leute, die Ghost Recon schauen und unsere LS-Projekte. LS wird wahrscheinlich wieder diese Woche komplett wieder flachlegen, nur so gesagt. Also kann es sein, dass jetzt nur noch wieder die Woche erstmal Ghost Recon kommt und dann übernächste Woche. Ich werde das noch wahrscheinlich wieder auf Facebook bekannt geben. Das wird demnächst auch noch verlinkt. Gut, das war's jetzt aber mit dem Geschnattere, wo wir weiter, glaube ich. Wie gesagt, ich entschuldige mich immer noch für die Fails momentan. Es ist aber auch sehr hakelig. Wir könnten da hin, da sind sogar ein paar Sachen. Ah ja, genau da. Gut. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die kleinen Hake immer und so und Fails. Aber ich habe gesagt, hier ist kein Pro-Gaming-Let's Play, also bedenkt das. Und schon ein bisschen gleich verschluckt. Ich hoffe, man kann das ab. So. So, mal weiter, wieso? Kam ja auch in der Zeit, wo ich jetzt wieder neu aufnehme, weil es eine Aufnahmen-Session ist, ist auch irgendein neues Update rausgekommen. Das kam irgendwie ein bisschen unerwartet. Oh, das sieht spaßig aus. Kam ja auch ein neues Update. Und was genau es gebracht hat, merke ich jetzt momentan bereits noch nicht. Sind irgendwelche neuen Sachen, aber gut. Wir sind ja eh noch eigentlich recht in der Mitte erst. Oh. Den wollen wir ausschalten. Alles okay, alles okay. Wir legen das mal hin. Gut. Nehmen die Drohne. Da ist noch ein Tango. Ich gehe in Position. Dann lass uns den hier gleich ausschalten. Ich bin schussbereit. Gut, wir gucken uns das mal hier weiter um. Sieht aber noch aus, als wären es die beiden. Greife an! Wichtiges Ziel gesichtet. Sieht nach Toxicario aus. Zeit für ein Gespräch über seine Berufswahl. Nebeneinsatz. Verdammte Scheiße! Oh. Da sind doch wohl ein paar mehr, als ich gedacht hätte. Ja, scheiße. Was soll das gewesen sein? Das hat aber gedauert. Und ich merke gerade bis jetzt, ich habe noch gar keinen Timer laufen. Wartet einen Moment. Warte. Seht mal da, Waffenkiste. Oh oh. Hilfe, Entschuldigung. Erledigt. Hier spricht ein Kardinal. Eine richtige Botschaft für Bolivien. Oh, ein paar Daten, oder? Santa Blanca verleiht so einem Arschkriecher einen Orden. Hier steht, wo der Klunker ist. Passt gut zu meinen Stiefeln. Und ein paar Ausrüstungsteile. Sehr schön. So, untersuchen. Wie gesagt, sollte die Folge ein bisschen kurz sein, dann tut es mir leid, aber wie gesagt, ich hätte den Timer total gerade vergessen. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen.
Oh, wir haben einen neuen Einsatz. Dann wollen wir uns mal, ich glaube, mal behindern. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Hinde geben. Ich feiere immer noch diese Karre. So, wo geht's denn hin? Da oben erreichen sie das Schiff. Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nahe Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Finden und zerstören Sie das Labor. Na, das hört sich mal da sehr interessant an. Wo ist es jetzt? Ach ja, das kann eine Fahrt werden. Ja. Dann machen wir den Schnappschlüssel auch nochmal tot. Der Leutnant kommt. Sauber. Soll das gewesen sein, oder? Wie ich ja sage, der Weg ist immer das Ziel. Du fährst das Ding besser nicht. Ja, warte. So. Junge, Junge. Michael. Schön die Aussicht, Leute. Feier ich immer noch. Ja. Meine Fahrkunst. Ich sag ja, ist er neu auf einer Session. Erst mal daran reinkommen. Der Cam gerade. Das war gerade ein bisschen mehr. Ja. Fängt gut an. Der denn hin, ey, das ist unglaublich. Ich sag ja, man wird von einer Rolle in die andere wieder reingespült. Immer wieder und immer wieder. Dann fließt ganz in die Ostsee oder was? Diese Straßen hasse ich ja manchmal, dieses Gebirge, ey. Kein Front von. Ja, na klar, man kann diesen. Aufgehängte Leichen am Straßenrand. Sieht nach Zivilisten aus. Sie glauben, das verscheucht uns? Großer Fehler. Zivilisten? Ah, ist schon ein böses Erwachen hier immer wieder. Ja. Gut. Hier kommen diese Gegend bekannt vor.
Ach ja, das ist ja da, wo dieses Atrium. Nee. Diese riesen Massaker mal war. Voll viele Feinde, ey, wie ist das hier? Aber vielleicht erkennen sie, ob wir so scheiße fahren wie sie. Jo, na klar. Oh, 2 Kilometer noch. Ah, da merkt man auch schon, dass es Open World ist. Und das ist eigentlich echt super, was ich echt super finde noch. Der Vogel, der ist echt ein Vogel, ey. Boah, Alter, ich hasse diese Straßen. Wir dürfen und dürfen rein, wir dürfen und dürfen rein. Ich würde so gerne die Musik anmachen, aber Leute, also die Musik, die hat manchmal so ein Problem, dass wir nicht Gamer preisen so. Diese Fahrt, aber gut. Ich guck mal in den nächsten Folgen. Oder in den nächsten auch noch Session, ob das wirklich nicht unter. Ob da ein paar, die unter Gamer stehen oder nicht. Ja, schaue ich dann erstmal nach. Ich glaube, wir scheinen da zu sein. Oha. Truppbefehle. Das kennen wir doch nicht schon. Oh Leute, ihr wisst, was es heißt. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was da hinten ist. Bis dahin, euer Abendard LP.